Hallo liebe Campernation zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt schon gelesen, um was es geht. Ja, die große Frage, wann kommt unser Malibu? Das ist wirklich eine große Frage, Marcel. Ja, und dazu haben wir in unserem neuen Buch, wir wollen ja keine Werbung machen für gewisse YouTube-Kanäle, sind aber auch verlinkt, ne? Genau, schaut ruhig mal vorbei bei... Wird Zeit zu reisen, genau. Lohnt sich auf jeden Fall. Super Videos. Haben wir nämlich gewonnen bei ihrem 1000 Abonnenten Spezial. Mhm. Dann müssen wir das natürlich auch nutzen und haben uns ein paar Notizen gemacht. Denn man kann sagen, drei Schlagwörter werden dieses Video begleiten. Ja. Einmal können wir sagen, fehlende Kommunikation. Jo. Lieferverzögerung. Ja, und Überraschung. Die gibt es auch noch. Oh ja. Das war bisher schon mal eine sehr Überraschungstüte, aber dazu natürlich gleich mehr. Genau, wir fangen als erstes an, glaube ich, mit der fehlenden Kommunikation. Lieferverzögerung hattest du, glaube ich, ne? Ja, das, oder? Nur weil das so oben drauf steht, heißt es aber nicht, weil das Hauptding ist eigentlich die fehlende Kommunikation. Für euch erstmal, wir schreiben heute den 30. Januar 2021. Genau. Unverbindlicher Liefertermin war November 2020. Von unserem Fahrzeug, was wir ja bestellt hatten. Genau. Ja. Im Juni 2020. Klar, wir müssen ja auch dazu sagen, es ist Corona. Das heißt, du weißt eh nicht genau, was auf dich zukommt. Aber ja, naja. Es ging etwas ein bisschen hin und her, sagen wir es mal so. Ja. Problem war eher, wir haben keine Informationen bekommen. Wir haben keine Informationen gehabt, wann ist eigentlich der Malibu für die Produktion bei Malibu direkt geplant. Tja. Genau, wir haben immer wieder bei unserem Händler nachgefragt, weil da gab es zum ersten schon mal eine Kommunikationsfehler in dem Sinne, weil man hat uns gesagt, ja, wir kriegen innerhalb von den nächsten 4-8 Wochen eine Lieferbestätigung. Also eine Auftragsbestätigung. Genau. Die kam aber nicht, also hatte man sich natürlich Gedanken gemacht. Genau, wir haben immer wieder nachgefragt und nachgefragt, weil man muss auch eine Anzahlung dann leisten und alles. Und gesagt, das kann nicht sein. Ja, bis dann kurz vor Toreschluss, da war ja schon fast gar nichts mehr möglich, wegen Corona, haben wir dann doch mal bei unserem Händler nachgefragt und der Verkäufer hat uns dann endlich mal erklärt, wie das überhaupt abläuft. Was heißt diese Auftragsbestätigung? Für die ist eine Auftragsbestätigung das, wenn sie dir die Auftragsbestätigung schicken, das ist dann für die eine verbindliche Lieferung. Müssen wir mal abwarten. Das heißt, die wissen dann auch, wenn sie vom Malibu die Auftragsbestätigung bekommen, jetzt ist das Fahrzeug eingeplant, das sollten wir einhalten und ja, dann sollte es halt auch dementsprechend die Auftragsbestätigung geben. Ja. Gab es bisher noch nicht. Genau. Wir haben aber uns mit Malibu direkt in Verbindung gesetzt. Genau, das so. War dann ganz wichtig. Also wir haben über Facebook haben wir die Kollegen angeschrieben, genau. Ob sie vielleicht mal den Fall bestätigen. Weil wir haben von unserem Händler immer die Aussage, es gibt keine Antworten. Genau, das also haben wir gedacht, naja, wir müssen da selber mal ein bisschen nachgehen. Wir sind dem auch nachgegangen. Es hat mich auch jemand angerufen von Malibu, ein Vertriebsmitarbeiter, der für die Region Nord zuständig ist. Also für unsere Region Nord, wissen ja, wir, aber genau, für unsere Region. Genau, so ist es, ja. Der hat sich dann auch gekümmert, hat dann dem Händler geschrieben und so weiter und hat uns dann auch einen ja, Produktionstermin mitgeteilt. Also, Produktion soll Mitte des Jahres sein. Das war die Aussage von dem Herrn von Malibu. So, dann hatten wir daraufhin auch nochmal einen Termin mit unserem Händler natürlich. Der hat sich dann auch gemeldet und hat gesagt, ja Mensch, wir haben jetzt hier Liefertermine und so weiter. Und wir wollen nochmal darüber sprechen und so. Haben wir auch gemacht. Er hat sich viel Zeit genommen, war sehr gut sogar. Ja, da sind natürlich aber noch ein paar andere Sachen rausgekommen. Aber was das ist, dazu kommen wir dann gleich. Das sind dann diese ganzen Überraschungen. Das war dann die große Überraschung. Und auf jeden Fall hat unser Händler dann mitgeteilt, es soll wohl im Juni mit der Produktion losgehen. Was wir aber bis heute leider nicht wissen, ist die Tatsache, ist das die Produktion bei Malibu direkt oder ist das die Produktion bei Fiat? Wir gehen aktuell davon aus, es ist die Produktion, wann ist dieses Grundfahrzeug schon richtig fertig und geht dann in Malibu in Produktion. Aber es kommt ja noch was dazu. Wir haben noch nicht ganz die Hoffnung, dass das auch alles so bleibt, ehrlich gesagt. Weil genau. Da kommt der Punkt Lieferverzögerung. Genau. Und da das betrifft auch alle Fiat-Werke. Sowie natürlich alle Händler, die auf Basis des Citroën, des Peugeot hauptsächlich Fiat und des Fiats arbeiten. Ja, aber auch die anderen sind natürlich auch vom gleichen Band laufen, die, genau. Das muss man natürlich dazu sagen. Weil Fiat hat wohl eine
Parole ausgegeben. Das haben wir jetzt im Forum, entsprechenden Seiten gelesen. Entsprechend Facebook-Gruppen wurde das schon kommuniziert. Angeblich soll es nächste Woche eine Pressekonferenz von Fiat geben. Da sind wir natürlich alle gespannt, genauso wie ihr auch. Weil es heißt wohl, dass es dieses Jahr kein Fahrzeug mehr großartig kommt, was mit dem Chassis 21, sondern alles nur noch mit Chassis 22 kommt. Selbst die im Jahre 2020 bestellt worden, kriegen ein 22er Chassis. Und es kann gut möglich sein, dass das Fahrzeug tatsächlich, wenn alles schief läuft, erst im Jahre 2022 geliefert wird. Das hoffen wir natürlich persönlich nicht. Wir haben jetzt schon so lange gewartet. Natürlich ist das immer auch eine Art von Vorfreude. Aber irgendwann möchte man dann auch mal loslegen können. Ich glaube, das geht jedem. Gerade weil man ja dazu sagen muss, wir haben bestellt. Und das ist das ein ganz großes Ärgernis, was wir, aber auch, das ist bei anderen Händlern auch so. Also es ist jetzt nicht spezifisch bei unserem Händler. Genau, da kamen noch ein paar andere Sachen dazu, aber. Genau, das ist nicht der Händler, ist genau. Auch nicht die Marke Malibu. Nein. Das wird sich, es geht jetzt hier um kein Bashing, weil nicht, dass es irgendeiner denkt, sondern wir erzählen von unseren Erfahrungen, wir berichten von unserer Erfahrung. Genau, und das, was wir herausgefunden haben, was ihr vielleicht an Informationen noch nicht habt oder sowas. Oder vielleicht habt ihr das auch schon gelesen. Ihr habt das auch schon gesehen. Zum Beispiel die Information, die hatten wir jetzt von Dirk von Avanti on Tour. Der hat das auch berichtet. Der hat ja sich jetzt einen Hümer zugelegt, einen Joghurt. Becher. Aha. Gut, ja, gut an dieser Stelle liebe Grüße auf jeden Fall. Genau. Es soll ja feinherber Geschmack sein, habe ich gehört. Genau. Auf jeden Fall wurde da schon gesagt, dass das große Problem ist, dass sämtliche Hersteller leider Gottes den Endkunden überhaupt nicht im Blick haben, sondern nur ihre Händler. Das heißt, die großen Händler, die kriegen den Hof vorgestellt, so wie sie das bestellt haben. Das heißt, du kannst vor Ort einen Wagen kaufen, der da ist. Du musst ihn aber so nehmen, wie er da ist. Genau, du kannst ihn halt nicht nach deinen Bedürfnissen anpassen. Das ist halt das Ding dabei. Und das muss ich auch sagen, das haben wir selber auch festgestellt. Ja. Unser Händler hat nicht ein einziges Fahrzeug. Liegt wahrscheinlich daran, dass es natürlich ein etwas kleinerer Händler ist. Ja. Und größere Händler haben schon den Hof vollstehen. Die haben schon doch locker 10 Fahrzeuge, die sind dort zur Abholung oder beziehungsweise zum Kaufen da. Ne? Und das ärgert uns, weil ganz ehrlich, wir gerade ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil, das kostet, und im Malibu-Sektor sind wir bei 70.000. Wir sind bei vielen Fahrzeugen sogar noch höher. Selbst wenn wir mal Pössl in der Vollausstattung sind, wir auch bei über 60.000. Wir reden hier wirklich von Summen. Sorry, das ist nicht, das bezahlst du aus der Portokasse. Mhm. Und dann möchtest du schon so haben, eigentlich wie du es haben willst. Aber eigentlich, wenn du ein Endkunde bist, bist du wirklich der Gelackmeierte. Weil du wirst nach ganz hinten angestellt. Da wird mal geguckt, wo passt noch ein Slot. Vielleicht konnte der Händler einen von seinen Slots nochmal umprogrammieren lassen. Ist aber auch nicht immer so. Das muss man auch dazu sagen. Bei manchen geht das, weil sie da das Fahrzeug noch nicht endkonfiguriert haben. Bei anderen geht das leider nicht mehr. Und das ist natürlich ein erschreckendes Bild, was, wie gesagt, nicht nur Malibu betrifft. Das betrifft alle Händler. Hersteller, genau. Dass sie einfach die Großen, die werden beliefert, die kriegen die Standard-B-Ware, was wo auf dem Markt beliebt ist. Ja. Wenn du mit Einzelwünschen kommst, bist du wirklich gelackmeit. Das ist richtig schade. Genau. Ja, und bei uns hat es ja nochmal eine zusätzliche Lieferverzögerung gegeben. Also zumindest gehen wir jetzt mal davon aus. Wir haben ja im Juni letzten Jahres, Mitte des Jahres, eine verbindliche Bestellung aufgegeben mit diesem Liefertermin unverbindlich natürlich im November. Da ging man vom November aus. Und wir sollten uns auch sofort entscheiden, damit das Grundfahrzeug, also sprich dieser Fiat, diese Basis, auch bestellt werden konnte. Genau. Das hatte sich auch natürlich plausibel, war ja natürlich auch plausibel, ne? Das braucht auch seinen Vorlauf logischerweise. Ja, herausgefunden habe ich allerdings, dass bei Malibu das Fahrzeug erst im August bestellt wurde. Jetzt ist halt die Frage, ist da halt eine Lieferverzögerung gekommen oder nicht? Es ist jetzt so, wie es ist. Wir können es ja eh nicht ändern. Wichtig ist allerdings, dass unser Fahrzeug dann auch irgendwann nochmal kommen wird. Und zwar auch so, wie wir es bestellt haben. Da sind wir beim nächsten Thema, würde ich sagen. Genau, da kommt den Erbe. Bevor wir das haben, was wir rausgefunden haben, was leider auch unfein ist, ist die Tatsache, dass Vertrieb und Händler nicht ganz gut miteinander auskommen, um es mal nett auszudrücken. Ja, und den Eindruck habe ich auf jeden und Fall. Und da müssen wir eins sagen, das darf nicht zum Lasten der Kunden sein. Das ist es nämlich momentan ein bisschen. Zumindest hat man das Gefühl, ob es das ist, das sei mal dahingestellt, aber man hat also auf jeden Fall das Gefühl. Man hat das Gefühl, dass wir wirklich darunter leiden, dass da vielleicht zwei, drei Leute miteinander nicht wirklich sauber kommunizieren können. Das darf nicht sein.
Das hoffen wir auch nicht, weil wir eigentlich selber, wir haben mit unseren Händlern gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, ja, teilweise Kommunikation. Ja. Aber das war letztes Jahr auch für die Händler wirklich ein schwieriges Jahr, weil. Die hatten alle viel zu tun, das muss man ehrlich sagen. Ne? Also und der auch Hof die kriegen die Teile nicht. Das ist ja, die Überraschung, die wir noch auch noch dazu ja, haben. Die, genau. Ja, genau. Also die kriegen die Teile nicht ran und so weiter und so fort. Das ist echt schwierig. Und wie gesagt, wir haben auch wie gesagt, mit dem Vertriebsmenschen hatten wir Kontakt. Auch da war das alles vernünftig. Also. Ja. Aber anscheinend, die können mit uns, aber miteinander weiß man nicht. Da hoffen wir, dass da irgendwie noch eine Lösung gefunden werden kann. Genau. Kommen wir jetzt aber zu den Überraschungen. Zu der einen Überraschung, weil das ist für uns die Hauptüberraschung, genau. Und wer ein Bestellungskiller? Ja, und zwar ist es so gewesen, dass wir diesen Termin ja nochmal bei unserem Händler hatten und der hatte uns eine Liste gezeigt oder wir sind die Liste nochmal durchgegangen, was wir bestellt haben. Und was er auch bestellt hat bei Malibu, dort stand dann auch drauf, so bestellt. Also man konnte halt davon ausgehen eigentlich, dass das so bestellt wurde. Ja, abgesehen davon, dass zu viel bestellt wurde, nämlich die Nebelscheinwerfer. Aber da kann man, sage ich mal, noch drüber weggucken und auch so ein paar andere Dinge, die man noch umplanen kann. Beim Basisfahrzeug natürlich nicht mehr, wie die Nebelscheinwerfer, aber das spielt auch keine Rolle. Aber zumindest bei Malibu direkt, ja, da war es nämlich so. Es stand Absorberkühlschrank drin, kein Kompressorkühlschrank. Beziehungsweise stand gar kein Kühlschrank drin. Das heißt, genau, das heißt eigentlich, dass das der Absorberkühlschrank ist. Der Händler konnte den Absorberkühlschrank leider nicht mehr auswählen. Ich habe dann auch mit Malibu darüber ja gesprochen und die haben mir gesagt, dass sie keine Kompressorkühlschränke mehr rankriegen. Verstehe ich, ist natürlich mega doof, aber für uns war das der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns überhaupt für Malibu entschieden haben. Das war was wir auf jeden Fall haben wollten. Genau. Ja, dann war es halt so, stand nicht drin. Jetzt ist natürlich die Sache gewesen, dass der Händler sich da noch mal ein bisschen hinterklemmen musste, logischerweise. Und auch so ein paar andere Sachen umplanen. Aber das war jetzt nicht das Riesenproblem. Das Riesenproblem war eher der Kompressorkühlschrank. Denn wenn du einen Absorber hast, hast du natürlich Löcher in der Karosserie. Und die Löcher kriegst du hinterher nicht mehr zu. Also von daher, selbst wenn du dann sagst, okay, baust dir da später mal einen einen Kompressorkühlschrank rein. Schwierig, schwierig. Musst du erst halt alles zuschweißen. Ja, der Händler hat sich dann auf jeden Fall, beziehungsweise der Vertriebsmitarbeiter von Malibu hatte sich da auf jeden Fall nochmal bei mir gemeldet und hatte gesagt, da ist doch einer drinne. Ja, entweder gab es da jetzt eine Kommunikationsschwierigkeit wieder oder es wurde halt bestellt und der Händler hat es sich nicht richtig vermerkt. Das kann ja auch sein, das weiß man nicht so genau. Wir lassen uns überraschen, was für ein Fahrzeug kommt. Eins steht auf jeden Fall fest, sollten wir einen Absorberkühlschrank dort drin haben. Und dieser Absorberkühlschrank, ja, der ist im Prinzip ja falsch. Also das heißt, wir haben eine verbindliche Bestellung gemacht. Daher sollten auch diese Teile drin sein, die wir bestellt haben. Dann würde ich sagen, haben wir kein Fahrzeug. Also wir lassen uns sehr überraschen. Also wir sind ganz schön leid geplagt momentan. Es ist keine Vorfreude mehr, weil man einfach im Moment nicht, ehrlich gesagt. Der Wagen hätte, wie gesagt, jetzt eigentlich da sein sollen. Man hat uns das ja so angepriesen. Das ist wirklich, ja, und dann ist das da. Und man hat sich auch schnell entschieden, damit der Wagen schnell da ist. Also es ist ein bisschen traurig gewesen. Weil jetzt könnten wir im Endeffekt sagen, weil wir hatten ein Problem. Wir hatten ja euch das Video gezeigt hier, Entscheidung Kastenwagen. Da war ja zum Beispiel auch der Purcell Summit Prime dabei. Und der sollte im Januar geliefert werden. Und da habe ich auch ziemlich rausgefunden, dass die ihre Liefertermine halten. Zumindest genau. Das, was der Händler dort aussieht. Momentan funktioniert das da. Und da muss man sagen, da war einfach nur die Dieselstandheizung, die uns gefehlt hat. Und dann hätte ich gesagt, hätten wir das gewusst, dann hätte wahrscheinlich, Stefan war das ja relativ egal, der hätte auch eine Gas zur Not genommen. Ja, also, ich hätte dann wahrscheinlich umgebaut auf LPG oder irgendwas. Also auf jeden Fall wäre es dir egal gewesen. Mhm. Ja. Dann hätten wir das Fahrzeug uns genommen und nicht uns für Malibu. Stefan hat es gerade nicht da, hat er gar nicht auf. Wo ist denn die hingekommen? Was denn? Meine Malibu? Ne, die habe ich drüben, meine Malibu-Kappe. Also wir sind auf jeden Fall überzeugt von Malibu genau. Und wir freuen uns auch auf das Fahrzeug selber. Und wir sind auch von der Qualität überzeugt, zumindest die wir gesehen haben. Natürlich haben wir noch nicht in einem Malibu geschlafen. Aber ja, das kann ja dann irgendwann vielleicht nochmal werden. Wir hoffen es zumindest sehr. Und jetzt heißt es für uns wirklich abwarten, weil wir hatten einen Urlaub. Unser Urlaub ist im Juni, Ende Juni. So, der würde theoretisch, weil wenn der in die Produktion geht, dann braucht er mal locker nochmal 4 Wochen, bis der ausgeliefert wird. Dann braucht der Händler auch nochmal vielleicht 2 Wochen. Wir müssen den noch zulassen. Also da kann man dann schon von mindestens August, September wahrscheinlich ausgehen. Und ehrlich gesagt, dann fällt unser Sommerurlaub ins Wasser.
Oder ja, wie auch immer. Wir haben ja unseren Bulli nicht mehr richtig ausgebaut, sondern nur so Halb. sporoso, also nicht komplett ausgebaut. Das heißt, dass wir nicht alle Stauffächer haben. Somit werden wir auch kein Gepäck für 2 Wochen unterkriegen. Da heißt es dann auch nochmal spannend, wie wir das machen, und wir müssen mal gucken. Ja, das ist der Stand. Also, wann kommt unser Malibu? Im Endeffekt können wir es euch nicht genau sagen. Wir gehen davon aus, dass der in die Produktion auch geht. Hoffentlich, wenn Fiat nicht sagt, von wegen, ja, Automatikgetriebe wird nicht mehr geliefert oder sowas, dann haben wir auch ein Problem, weil das hieß es auch schon so. Also es gibt so viele Ja. Unklarheiten. Wir empfehlen euch auf jeden Fall auch mal den Kanal 321 Off. Ja. Da gibt es immer viele Informationen, haben wir euch auch hier verlinkt. Da haben wir auch ein paar Informationen. Wir haben auch nachgefragt, also warum Malibu gerade Probleme hat, Kompressorkühlschränke ranzukriegen, ist nicht nachvollziehbar, aber eigentlich gibt Ja, es das da. habe ich von anderen noch nicht so wirklich gehört, aber Genau. vielleicht haben die auch einen speziellen verbaut, der halt nur in so eine bestimmte Größe verfügbar ist oder sowas. Das mag ja alles sein, Ja, aber wie ne? gesagt, wir haben davon gehört, dass es eigentlich da Lieferschwierigkeiten gibt. Genau. Wobei, man muss sagen, Dometics allgemein, ja, gibt es Schwierigkeiten, weil die haben ja alles aufgekauft. Genau. Ja. Auf jeden Fall, wir halten euch weiter auf dem Laufenden, vor allen Dingen auch, was das betrifft, was geht nächste Woche bei Fiat ab. Genau. Das ist für uns alle sehr interessant und auch für die Branche. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf und ihr wirklich, ich sag mal, ein Fahrzeug relativ zeitnah haben wollt, dann schaut bei den Händlern auf die Höfe. Gut, im Moment ist das schwierig durch Corona, Aber vielleicht aber auf ihr die könnt das Internetseiten. online auch machen, genau. Es gibt viele Händler, die haben ihre Angebote dort veröffentlicht. Sprecht mit dem Händler. Sie bieten auch viele diese digitalen Führungen an. Also das heißt, die digitale Beratung, die per Videochat und so weiter oder per Videostream, finde ich mega gut und finde auch super, dass die Händler da auch mitarbeiten. Also das ist schon eine schöne Sache für die Zukunft auf jeden Fall, um uns halt auch da dementsprechend mit Corona nicht unbedingt zu belasten. Aber dann müsst ihr halt diese Fahrzeuge nehmen, die halt auf den Höfen sind. Und das sind auch gar nicht so wenige. Es gibt noch einige, die noch auf den Höfen stehen. Das muss man sagen. So, jetzt haben wir genug gelabert. Genau, Das reicht, Labervideo soll zu Ende genau, gehen. reicht aus, sonst werdet ihr noch einschlafen. Das wollen wir nicht. Ihr wisst Bescheid. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund. Das ist ganz wichtig. Passt auf Und euch auf. ich versuche jetzt den Spruch zu klauen, der, oh Gott, heißt der Gerrit? Gerrits Tagebuch? Nee, das ist der andere. Auf jeden Fall einer von den Braunbrüdern von Miniaturwunderland. Wunderland. Da heißt es nämlich, bleibt im Kopf positiv. Und im Körper negativ. Negativ. In In diesem diesem Sinne, Sinne, ciao, alles ciao. Gute.